könnten natürlich auch... Ne, direkt aneinander geht schlecht. Dann bräuchten wir wieder eine gerade Anzahl. So. Ja, also ich finde das so eigentlich schon in Ordnung. Das passt schon. Okay, da einfach mal die Fackeln dran. Die Schilder. Schilder haben wir hier. Die mache ich jetzt einfach erst einmal der Optik halber dran. Also da, ja, ja, da, ja, ja. So wie auch da, ja, ja. Und da, ja, ja. Okay. Das hier kann weg. So, haben wir denn noch Treppenstufen? Nein. Brauchen wir neue oder haben wir hier noch welche? Wir haben ja 10 Stück noch. So, so und dann so, so. Und dafür kommt dann halt der ganze Quatsch da auf der Seite weg. Na, vielleicht mit der Axt am besten auch. Gut, dann können wir die da so. Und so, 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 so. Genau, jetzt haben wir das Fenster hier halt genau in der Mitte. Hier haben wir unsere schönen Truhen und alles. Das finde ich eigentlich sogar ziemlich cool. Es wird ja immer darum gebeten, dass ich einfach mal so frei Laune baue. Genau, das mache ich jetzt. Und das, finde ich, läuft hier gerade wie am Schnürchen. Könnte ja besser kaum sein. Meistens, oder was heißt meistens, früher sozusagen, habe ich ja einfach immer großartig vorgeplant. Und dann sah nachher doch alles irgendwie ein bisschen komisch aus. Das ist jetzt einfach spontan. Und irgendwie gefällt mir das auch ganz gut. Hier müssten wir dann nochmal gucken, wie wir das am besten machen mit dem Fenster. Ich wollte jetzt gerade aber erst einmal unten gucken. Also, hier kriege ich das hier vielleicht noch relativ problemlos gerettet. Das hier reiße ich erstmal gerade alles weg. Und dann kommt hier halt vielleicht so eine Treppe. Ja, genau, so kriegen wir das nämlich auch problemlos hin. Haha. Hier und hier das Fenster. Und hier kommt dafür dann eben ganz normal das Holz rein. Und ich glaube, das sieht auch von außen viel besser aus. Wenn wir gerade einmal gucken. Vielleicht einmal hier auf die andere Seite von unserem kleinen schönen Teich. Ja, das sieht irgendwie mehr nach Haus aus. Es sieht zwar immer gerade noch ein bisschen komisch aus. Und hier fehlt auch irgendwie noch was dazwischen. Könnten wir ja vielleicht auch noch so eine Reihe irgendwie Querbaumstämme setzen oder so. Aber es sieht auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht aus. Okay, hier unsere Öfen müssen jetzt natürlich weg. Die Sitzecke hier vorne, die reiße ich jetzt gerade auch mal ab. Also eine ordentliche Küche reinzubauen und so werden wir auch irgendwie hinkriegen. Aber das machen wir dann auch irgendwie ein bisschen schicker und so. Und ja, genau. So, hier den ganzen Quatsch also erstmal weg. So. Und dann kommt das hier einfach einen Block weiter rüber. Stufen, Stufen. Zack, zack. Und hier kommen dann eben andersrum wieder die Holzbretter hin. Das, was ich sonst als Laminat nehme, nehmen wir hier einfach wieder mal als Wand. So, genau. Die Fenster haben wir hier jetzt einen rüber. Und dann würde ich sagen, machen wir da aber auch so eine coole Lampe rein. Einfach der Symmetrie halber, oder? Ich weiß nicht. Also erstmal kommt diese Reihe hier ja sowieso noch weg. Wegen den Fenstern hier müssten wir dann auch mal gucken. Die Fenster hier so finde ich ja gar nicht schlecht. Die könnten wir jetzt zwar auch einen weiter nach außen setzen, aber das wäre da, glaube ich, auch nicht so cool. Hier fehlt auch irgendwie noch Fenster, okay. Also hier wäre das gewiss nicht so cool. Ich finde, so ist das im Moment auch unproblematisch. Steht halt irgendwie ein bisschen davor, aber man sieht wirklich noch genug. Von daher... Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, ich mache da einfach so genau so eine Lampe hin. Wir haben da zwar eigentlich schon wirklich genug Licht, aber ich glaube, da sieht es symmetrisch wirklich am besten aus. So, hier das ganze Zeug erstmal gerade wieder ein bisschen beiseite packen. Auf jeden Fall, finde ich, hat man es jetzt hier schon relativ so luftig und so alles. Das finde ich eigentlich schon ganz cool. Man hat hier auch noch eine große Fläche, wo man rumlaufen kann und alles. Klar kann man da irgendwie auch noch großartig andere Dinge hinbauen und alles mögliche, wie man lustig ist. Aber ich finde es so schon gar nicht schlecht. Okay. Dann da, so und so und dann so und so und so. So wie so und so und so. Ne, Quatsch, nicht so, sondern hier natürlich auch wieder mit der Treppe. Habe ich das da auch gemacht? Ne, da habe ich es auch mit dem Slab gemacht. Ah! Puh. Okay, gerettet. Ja, also hier sieht es soweit symmetrisch aus. Hier steht jetzt natürlich irgendwie ein Block von weg. Man könnte jetzt einfach hier das Fenster noch einen Block breiter machen. Dann wird es hier halt auch so schön dran stehen. Aber das muss eigentlich auch nicht unbedingt sein, finde ich so. Jetzt könnte man natürlich die zwei Ofenreihen hier dran lang machen. Das wird natürlich jetzt wiederum schön aussehen. Also relativ schön so. Könnte man sich für hier immer noch was Schönes überlegen. Also das da mache ich jetzt gerade erstmal wieder mit
brettern, weil ich einfach noch keine andere Idee soweit gefunden habe. Vielleicht lasse ich das auch einfach so. Dahinter wird natürlich dann irgendwann wieder aufgefüllt, wenn uns da nichts in den Sinn kommt. Aber sonst ist das schon ganz okay so. Ziehe ich die Öfen jetzt einfach einmal hier so dran lang. Und ja, es ist jetzt nicht besonders schön oder so, aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Also meine Fresse, das geht so schon. Okay, 6 Öfen kriegen wir hier voll. Komm, das ist jetzt ganz egal. Okay, das finde ich optisch auf jeden Fall schon mal ganz vernünftig. So, das Zeug hier mal wieder damit zu. Das packe ich jetzt mal wieder hier mit zu. Erstmal wieder ein bisschen aussortieren alles. Dirt dahin. Holzcraft-Zeug kommt hier alles hin. Restliche Hölzer kommen hier hin. Und jetzt hatte ich ja mir letztes Mal am Ende wohl anscheinend noch Cleanstone ins Inventar gepackt. Ich denke mal, der wird wohl für irgendwas hier unten sein. Habe ich jetzt... Oh, ich habe keine Lore, warte. Hatte ich nicht am Anfang noch eine? Ach, hier ist noch eine. Boah, was ist denn das so unsortiert? Oder ist das nach irgendeinem Schema sortiert? Kann ich ja kaum glauben. Gut, dann stellen wir das hier jetzt wohin? Zombie-Falle. Wir wollen zur Slime-Farm. Genau. Einsteigen und auf geht die Fahrt. Nein! Das funktionierte doch eigentlich, oder? Tat's das nicht? Es hatte doch funktioniert letztes Mal. Jetzt bin ich gerade irgendwie ein bisschen blöd. Also es hatte ja erst nicht funktioniert und dann hatte ich da noch den einen Repeater hingemacht und danach hatte es doch funktioniert eigentlich. Oder bin ich jetzt gerade hier mal wieder selten dämlich? So, wie hatte ich diesen Raum hier unten denn eigentlich strukturiert? Ja, kann man mittlerweile auch schlecht sagen, ne? Ich würde sagen, wir können ihn sogar relativ eng machen, oder? Eigentlich dürfte hier ja nicht... Es dürfte ja eigentlich nicht passieren, dass wir hier in die falsche Richtung fahren. Von daher können wir eigentlich sogar das bis hierhin zumachen. Das hier dann auch wieder auffüllen. Und sogar hier weiter auffüllen. So, genau. Und dann selbst hier auffüllen, weil das ja eigentlich keine Haltestelle jetzt mehr darstellen soll. Sondern man ja wirklich durchfährt. Von daher braucht es auch gar nicht irgendwie auf irgendeine Weise besonders sein. Sondern einfach. Einfach. Kann ich hier einfach so zubauen? Da kann auch schon einer hin. Ach, da braucht eigentlich gar keiner hin. Einfach so. Genau. Und da kann da sogar noch eine komplette Reihe dran vor. Das macht das Ganze hier natürlich ein bisschen kleiner, offensichtlich. Aber es ist, wie gesagt, nur ein Durchfahrtsraum. Hier ist ja nichts mehr, was uns eigentlich hier an dieser Stelle halten soll. Von daher ist das eigentlich gar kein Problem. Ich hoffe mal, dass unten eine Lore steht, sonst würde ich nachher mit der wieder hochfahren. Wieder hochlaufen müssen vor allem. Aber was soll's? Ach genau, hier die Erde. Das war der Bösewicht sozusagen. Da sollen auch überall Clean Stones rein, damit man hier nicht so auf die Erde guckt. Ich glaube, sonst war unten aber auch alles okay eigentlich. Also ich gucke gerade einmal noch weiter runter. Aber ansonsten, ja gut, da kann man noch einen hinmachen oder sowas. Meine Fresse, das ist auch eigentlich absolut unwichtig. Ansonsten ist hier eigentlich schon alles okay. Mein Gott, der da kann auch weg. Da drunter kann natürlich dann vielleicht auch gerade noch ein Cobblestone. Das sind jetzt alles so absolute Kleinigkeiten. Diese Haltestelle hier ist vielleicht auch nicht gerade die schönste. Die können wir vielleicht auch mal gerade... Ach, jetzt haben wir keine Schienen dabei. Naja, gut, dann machen wir sie trotzdem gerade einen Block weiter nach hinten. Also kommt einfach die Booster-Schiene. Wie muss denn das dann? Warte mal. Die Booster-Schiene kann dann einfach da doch hin, ne? Und dann können wir die Holzsäule dahin machen. Und machen den Knopf einfach dahin. Dann hier unten halt Cobblestone rein. Zack, zack, zack. Die Lore da wieder drauf. Und es wurde auch gesagt, ich kann Lore mit einem Schwert, mit einem Schlag wegmachen. Oh ja, das ist ja viel cooler. Genau, so, dann packe ich mal eine Fackel hier irgendwo noch hin. Wie passt das? So vielleicht, weiß ich nicht. Und dann, genau, ragt das hier auch nicht ganz so weit rein, sondern wir können halt noch auf die Slimies da hinten drauf gucken. So, stopp, 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 stopp. Da fehlt noch einer. So, jetzt ist es Kunst. So, ist uns die Lore denn jetzt richtig oder falsch gefahren? Ne, die ist uns falsch gefahren, genau, weil der Weg da falsch steht. Jetzt kann ich die aber da hinsetzen und sofort einsteigen. Oder halt auch nicht. Ah, Schwert! Okay.
Also muss ich doch hier erst einmal gerade den Anfang hochlaufen. Und hier kann ich sie hinsetzen und genau, dann in der passende Richtung automatisch anschieben. Lecker Brot für nebenbei. Nom, nom, nom. So, wir legen uns auch schon mal hin. Oder, nee, geht wahrscheinlich gar nicht. Monsters nearby. Ja, okay. Und dann soll es auch in der nächsten Folge eigentlich noch einmal in den Nether gehen. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir das nicht vielleicht schon einfach jetzt in diese Folge mal so mitten rein machen. Weil ich gerade... Ist irgendwo eine Spinne jetzt gelandet? Weil ich sonst gerade gar nicht wüsste, was wir jetzt noch groß machen sollten. Haben wir eigentlich ein paar Pfeile mittlerweile? Nee, Pfeile konnten wir auch schlecht machen, weil wir keine Federn hatten. Ja, wir brauchen also auch unbedingt Tierfarmen. Das ist auch so eine der vielen Sachen, die dann entsprechend ab der nächsten Season auch mal wirklich sofort umgesetzt werden. Ist schon alles geplant und vorbereitet. Okay, wir brauchen Pflastersteine, Ziegelsteintreppen, alles Mögliche. Vorwiegend aber in erster Linie Steine für die ganze Wende da im Nether. Dass wir auf jeden Fall vorher da nochmal ein Stück näher dran kommen. Und vielleicht vorher sogar... Oh, ist ja alles voll mit Viechern. Ach Quatsch, mein Nether-Ding ist ja jetzt ja oben. Mein Nether-Portalraum. Genau, genau, genau. Ich wollte gerade da hinten in den einen Turm reinrennen. Ach, ich habe ihn ja völlig vergessen. Bin schon wieder völlig verdrängt. Bin schon so aufgeregt und enthusiastisch, was da alles in der zweiten Staffel so kommen wird. Dop, dop, dop. Das wird auf jeden Fall interessant. So, dann hier einfach mal hoch. Gut, so. Hier haben wir auch unsere Fenstertechnik zum Beispiel, die ich aber doch erstmal... Also ich werde mich da zwar irgendwann drum kümmern und alles, aber da lasse ich mir auf jeden Fall erst noch Zeit. Was ich halt eigentlich will, ist erstmal die Netherwarzen und entsprechend Soul Sand, dass unsere Farmen soweit komplett sind. Zumindest was eben alles nicht lebendiger angeht, dass uns an... dass wir wirklich eigentlich nur noch diese Tierfarmen brauchen und hier mit dem ganzen Rest schon soweit ausgedient sind. Das Fenster hatte ich mir vorne am Eingang gemacht. Das braucht hier nicht nochmal sein. Hier machen wir einfach zu. Wir können ja zwischendurch mal so eine Fackel hier hinmachen. Und sehen jetzt aber zu, dass wir da nochmal so ein Stück näher rankommen. In der Hoffnung, dass da jetzt nicht wieder alles voller Gas ist. Genau jetzt da, wo wir arbeiten wollen. Also ich habe bisher, hinten ist halt schon eine Lohe und alles, aber ich sehe gerade keinen Gas. Das ist doch schon mal sehr cool. Dann werde ich mal gerade, oh natürlich hört jetzt genau die Musik auf. Spannung steigt. Einfach mal zusehen, dass ich jetzt da hinten so dran komme. Wir sind ja gleich schon auf einer Höhe. Auch schön lauschen, wenn jetzt irgendein Viech gleich schießt oder ähnliches. So. Jetzt ziehen wir einfach mal direkt hier auch die Wände so ein bisschen dran hoch. Dass wir hier auch ja keine Probleme mitkriegen. Ich höre und sehe immer noch nichts. Gut, da hinten sind jetzt natürlich die Wither-Skelette und die Lohe und so. Hinten ist auch noch ein Wither-Skelett. Ich habe bisher noch keine Dingens gesehen. Keine Ghasts. Höre auch keine Ghasts. Oh, oh, da habe ich den ersten gehört. Jetzt aber Rallidalli hier. So, komm schon, komm schon, komm schon. Lass mich hier die Wände hochziehen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sehe ich ihn schon, sehe ich ihn schon? Nein, ich sehe ihn im Moment noch nicht. Okay, so, wie muss ich das jetzt hier weitermachen? Ach, irgendwie so war das, genau. Dadurch, dass wir jetzt hier doch Treppen hingemacht haben, wo anscheinend ja auch nichts drauf zu spawnen scheint. Zumindest war hier bisher ja noch nichts. Hatte ich jetzt ehrlich gesagt in den Kommentaren auch gar nicht so nachgeguckt, ob da groß was geschrieben wurde. Und hier kann es jetzt ja im Grunde schon auf diese Höhe. Oh, das ist sehr gut. Das ist doch supi hier. Guckt euch das mal an. Jetzt haben wir es bis hier vorne gleich schon fertig. So, das ist doch cool. Ach Quatsch, jetzt müssen hier natürlich überall Slabs hin. Ah, dann muss die Decke ja doch noch einen Block höher. Ich hoffe, das geht jetzt auch relativ unproblematisch. Ich höre mittlerweile schon wirklich jede Sekunde ein Ghastgeräusch. So. Sehe aber nach wie vor keinen. Oh doch, da ist einer. Fuck, ich muss die Decke noch irgendwie in höher kriegen.
Warte, mach ich einmal so. Sieht er uns? Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Ich hab ihn... Dings, ne? Oh fuck, jetzt sind da schon zwei. So, jetzt kann ich hier im Grunde genommen einfach ja dran bauen. Oh, oh, da kommt die erste Kugel. Ich kann jetzt mir hier aber auch meine Decke schnell drüber ziehen. So. Genauso wie hier eben einfach dran. Ach Quatsch, hier natürlich jetzt nicht mehr. So. Okay. Ich wurde übrigens auch gefragt, ob die 200. Folge denn dann so als Winter-Weihnachts-Special-Sonderfolge auch mal ein bisschen länger sein könnte. Das wird sie wohl auch sein. Ich glaube, das hier mache ich auch einfach mal einen Block breiter noch, damit das hier mit dem Weg so schön passt.